Hallo, mein Name ist Dina Reit und ich bin Prokuristin bei SK Laser. Heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, was mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar Nachhaltigkeit und die Vermeidung von Plastikmüll. Als Beispiel habe ich eine Flasche, die wir aus dem Supermarkt, aus dem Drogeriemarkt kennen, dabei. Und auf solchen Flaschen ist normalerweise immer ein Etikett drauf. Um so ein Etikett herzustellen, brauche ich eine Plastikfolie, ich brauche Lösungsmittel, Druckerfarben und ich habe eben auch Abfälle, die Sondermüll sind. Das könnte vermieden werden, indem man einen Laser nutzt für eine Direktmarkierung. Mit dem Laser ist das auf nahezu allen Materialien möglich. Ich habe jetzt hier als Beispiele eben, das ist Desinfektionsmittel, dann habe ich hier so einen Becher, da ist dann ein QR-Code drauf. Oder hier zwei Bauteile, so rum, wo ansonsten eben auch ein Etikett drauf geklebt werden würde. Und durch die Direktmarkierung mit dem Laser wird das vermieden. Jetzt zeige ich das. Ich habe hier die Desinfektionsflasche drin und diese laser ich jetzt einfach mal. Wir haben da was vorbereitet. Das ist jetzt Text in diesem Fall. Das Design kann sich natürlich jeder selber aussuchen. Wir sind, wie gesagt, Laserspezialist und wollen einfach zeigen, was möglich ist mit dem Laser. Und hier ist möglich, sowohl Text, also Inhaltsstoffe, Beschreibungen oder Logos und auch Codes auf das Material direkt aufzubringen. In diesem Fall haben wir HDPE, also Polyethylen in Weiß. Und das beschriften wir hier mit einer dunklen Schrift. Und diese ist dauerhaft und ja, sehr gut lesbar. Falls das für Sie interessant ist, dann können Sie gerne zu uns Kontakt aufnehmen. Sie erreichen uns über die Website www.sk-laser.de. Und ja, ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.